Hallo liebe Leute, und wir machen weiter mit Soleil. Eine Aufnahme nach dem Umzug. Ja, die erste Aufnahme nach dem Umzug. Mittlerweile, ja, und jetzt darf ich hier weitermachen mit dem Spiel. Allerdings habe ich mir jetzt überlegt, dass ich die Äpfel jetzt wohl doch erst etwas später sammeln will. Das heißt, dass ich das Ganze, dadurch, dass ich jetzt noch ein Sicherheits-Safe-State gesetzt habe, dass ich das Ganze mache, wenn ich das Spiel durchhaben sollte, die ganzen Äpfel in einen Zusammenschnitt machen sollte, wenn ich sie alle finde, hoffentlich. Also viele weiß ich ja noch im Kopf und den Rest werde ich dann halt, wie gesagt, einfach probieren. In der Hoffnung... Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? In der Hoffnung, dass das Ganze dann funktioniert. Ach so, okay. Die ganzen Dinger hier muss ich anschlagen. Vor allem, wenn solche scheiß Bienen hier rumfliegen. Ja, was ich allerdings gemerkt habe bei einer kurzen Testaufnahme eben, dass sich, ja, mein Headset irgendwie mittlerweile anders anhört als bei den letzten Aufnahmen. Was ich irgendwie ein bisschen scheiße finde, dass das jetzt so... lass mich in Ruhe. Dass das jetzt so... Ja, geworden ist. Das kann ich leider nicht ändern, dass das jetzt so komisch klingt im Vergleich zu den anderen Aufnahmen. Tut mir auch ein bisschen leid, aber wie gesagt, ich kann es jetzt so nicht ändern. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, aber ja, müsst ihr euch jetzt erstmal so mit zufrieden geben, dass es sich so anhört. Ich denke mal, im Vergleich zum Feuer, so schlimm ist es eigentlich nicht. Es ist nur ein bisschen anders auf jeden Fall. Naja, ja, solange man nicht noch versteht, ist ja eigentlich noch alles in Ordnung. Jetzt muss ich erstmal diese verdammten Bienen hier loswerden. Was haben diese Bienen hier eigentlich oben im Himmel verloren? Kriegen die überhaupt genug Sauerstoff, diese Mistviecher? Ey, das gibt's doch gar nicht hier. Okay, die hauen schon freiwillig ab. Na also, klappt doch. So einfach werden wir die Bienen los. So, aber erstmal hier über den Wolken, ja. Heile rüberkommen. Das ist momentan meine größte Sorge. Na also. Naja, meine größte Sorge ist eigentlich immer noch die, dass ich hier irgendwie einen dummen Fehler machen könnte oder so. Wozu ist dieses Ausrufezeichen hier gut? Moment, damit kann man doch bestimmt auch irgendwas machen, oder? Es ist einfach eine Warnung, dass hier irgendwas passieren kann. Okay, passiert gerade irgendwie gar nichts. War auch gut. Ah doch, ich höre was. Ah, da kommt was runter. Ah, toll, jetzt ist mir der Boden vor den Füßen weggefallen und jetzt darf ich ihn... Ja, jetzt muss ich hier sogar lang. Jetzt bin ich hier gefangen auf ewig. Obwohl, was haben wir hier? Ah, scheiße, der Boden bricht hier, okay? Das ist gar nicht gut. Hier bricht irgendwie alles zusammen. Und das so oben über den Wolken. Ja, vor allem, wenn ein menschliches Wesen hier einfach mal rüberläuft. Auf gut Glück, ja. Wenn er runterfällt, dann ist er sozusagen gearscht. Weil das bestimmt sehr tiefer Fall ist. Bis auf den Erdboden. Moment, hier... Hier wird gerade irgendwas freigeschaltet oder so. Irgendweg, irgendwas wird hier gerade... Ah! Eine geheime Brücke. Okay, wo führt die hin? Bestimmt eine Abkürzung oder so. Ja, natürlich. Okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Trotzdem danke für die Abkürzung. Muss ich wenigstens nicht mehr über diesen brüchigen Boden laufen. Weil mir dann, der dann doch eine Nummer zu brüchig ist. Naja, jetzt muss ich erstmal hier heile durchkommen. Abkürzen kann ich leider nicht. Trotz des Geparden. Na gut, hier kann ich ein bisschen abkürzen, aber das bringt mir auch nicht viel. Okay, da drüben der Scheiter sieht so aus, als müsste ich da erstmal hinkommen. Ja, muss ich sogar hinlaufen, na klasse. Ah, mir bleibt auch nichts erspart hier. Naja, gut. So, ich meine, wirklich schwer ist das hier jetzt nicht gerade. Okay, der Weg ist schon mal frei. Also schwer ist das, wie gesagt, nicht gerade, was nur halt ein bisschen ätzend ist oder schlimm ist, meiner Meinung nach, diesen ganzen Weg zu laufen. Und irgendwie, na, ich weiß auch nicht, über den Wolken zu sein, ist irgendwie nicht gerade angenehm. Zumindest nicht in diesem Spiel. Also ich finde das hier irgendwie... Na, es geht eigentlich. Also das, was dann noch auf mich wartet, wäre eigentlich noch recht schlimm. Es geht eigentlich. Okay, das war scheiße. Aber, naja. Erstmal muss ich überhaupt gucken, was hier noch alles genau auf mich wartet. Ob überhaupt noch die Sachen eintreffen, an die ich mich noch erinnern kann, oder ob ich jetzt wirklich... mich langsam aber sicher... Wow, wow. Dem Ende des Spiels widme. Okay, hier muss ich springen. Hier werde ich auch noch befohlen zu springen. Wow. Okay, gesagt, getan. Und ich bin irgendwie... wie auch immer. Das sieht irgendwie fast so aus, als wäre das Boden hier und nicht wie Kletterseile. Na okay. Bisschen irgendwie fühle ich mich gerade an Donkey Kong Country 2 zurückerinnert. Moment, was ist da auf der rechten Seite? Bestimmt nix. Oder ist hier irgendwas versteckt? Ein Scheiter? Irgendwie sowas in der Richtung? Ich probiere einfach mal mein Glück. Nein, ist nix. Okay. Ja, dann kann ich ja nur nach links gehen. Aber das hier sieht ein bisschen auffällig aus, wenn ihr mich fragt. Aber hier scheint auch nichts großartig zu sein. Also hier kriege ich so jetzt an sich nichts auf. Na gut, dann muss ich das so lassen. Dann bleibe nur noch dieser Weg hier.
Oder ist hier links noch irgendwas? Bestimmt nur noch, ja. Endstation. Da in der Mitte muss ich auf jeden Fall hin. Das ist der Weg, den ich... Was zur Hölle, wo bin ich jetzt gelandet? Okay, kann ich springen, okay. Was auch immer das sein soll. Watte, warte, wohin ich? Irgendwie, ja. Was Flauschiges, Wattiges, wo der Held einfach mal drin stecken bleibt. Folgen könnte es auch nicht sein. Okay, das war zu erwarten, wenn da schon solche Ausrufezeichen sind. Naja, war ja Gott sei Dank noch abzuwenden, dass ich da irgendwie sterben könnte oder so. Das wäre es jetzt echt gewesen. Weil da hatte ich nämlich echt keine Lust drauf, weil diese Bienen sind scheiße. Vor allem, wenn man die so scheiße treffen kann. Und die dann halt auch noch so fies fliegen. Dann, ja, klasse. Dann hauen die schon von alleine ab und man hat gar nichts mehr davon. So, aber erstmal will ich wissen, was ist hier noch. Obwohl, den Weg von... Toll, von da kam ich doch. Ja, dann muss ich also links. Okay, gut zu wissen. Dann muss ich also hier jetzt rüber. Und dann einfach mal hier auf diesen Schalter. Okay, dann wird hier eine weitere Brücke gemacht. Wie auch immer. Na toll, wo ist die Brücke jetzt? Na, bestimmt muss ich da wieder diese Kletterer runter. Aber wenigstens kann ich da jetzt rüber. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall zum Ausgang oder halt zu der... Ja, zu dem Schlosseingang oder was auch immer das sein soll, hier im Palast. Auf jeden Fall etwas Großes. Ah, scheiße, okay, das ist jetzt blöd. Gut, da komme ich nicht rum, da muss ich ja so runterrutschen in diesen, sich bewegenden Boden. Okay, das war ja Gott sei Dank nicht so schwer. Jetzt können wir extremes Plattform springen, wo ich natürlich mal wieder sehr viel Können beweisen muss. Okay, das war noch leicht. Ach so, jetzt bin ich hier wieder. Na gut, diesen Weg kenne ich ja. Ja, so weit, so gut. Und nun muss ich hier die ganzen Blöcke miteinander verbinden. Okay, das hätten wir. Dann müsste ich... Oh Gott, wie muss... Ah, Moment. So. Jetzt muss ich mir das Ganze hier erstmal ansehen. Dass ich hier halt nichts falsch mache. So, den schiebe ich erstmal nach oben. Dann schiebe ich den hier dran. Weil, wie gesagt, die müssen miteinander auf jeden Fall verbunden werden. So wie ich das jetzt stark vermute. So, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Und den auch da dran. Dann müsste es theoretisch eigentlich klappen. Ich versuche einfach mal mein Glück. So. Okay. Und der Weg ist frei. Ja, ist nur noch ein Block über, aber den brauche ich sowieso nicht. Oh toll, das Ganze nur für Geld. Ah gut. Dann muss ich nochmal links rumgehen, wie es aussieht. Ja, anders komme ich ja nicht da drauf. Ich muss wohl dort, wo auf jeden Fall springen gewarnt wird, wo ich gerutscht bin. Noch runtergerutscht kann man das ja fast gar nicht nennen. In der Perspektive, wie das hier gespielt wird. Ja, auf jeden Fall muss ich dort halt nochmal versuchen, irgendwie rumzureißen oder so, dass ich da irgendwie den anderen Weg eventuell finden kann. Ich meine, dass ich mich auch noch so leicht entsinnen kann, dass ich da irgendwie im richtigen Moment springen muss. Das wird nicht einfach, so viel steht fest. Na gut, springen kann ich, aber genau das meine ich. Okay, ich bin wenigstens hier drauf gelandet schon mal, aber Moment, dieser Schalter. Achso, der macht einfach mal hier... Okay, das hätte ich vorher auch noch wissen können. Da hätte ich mir einiges an Ärger hier erspart, aber gut. Sowas bleibt leider nicht aus. Na gut, jetzt kann ich wenigstens hier lang. Und müsste eigentlich jetzt theoretisch hier an diese Tür kommen. Ja, ich bin sogar da. Wunderbar. Und wir sind drin. Direkt vor ein Schild. Jetzt, ja, bestimmt steht da, ich muss alles berühren. Der Himmel kann keinen Weg für den Menschen schaffen. Die Antwort liegt unter deinen Füßen. Okay. Schön. Toll. Und jetzt habe ich ein paar Äpfel... Die mir wahrscheinlich nicht viel bringen, außer dass ich wahrscheinlich gegen irgendeine Art Boss kämpfen muss. Wahrscheinlich ist das mit unter den Füßen gemeint, oder? Nein, da sterbe ich nur. Okay. Oder ich muss hier das Gebüsch zerhacken. Irgendwas wird es wohl sein. Naja. Also ich könnte ja theoretisch nochmal probieren, hier runter zu springen, aber... Ich glaube, es wird auch nichts bringen, oder? Oh, okay, ich verstehe. Ich muss da hinten hinkommen, na klasse. Da muss ich das Gebüsch hier wegmachen. Sonst kann ich ja nicht vernünftig rennen. Das bringt sonst nichts. Okay, so. Das Schild ist leider im Weg, aber ich muss es... ich habe eine unsichtbare Plattform gefunden. Okay. Ach egal, ich bin drüben. Ich hab's geschafft, Leute. Ich brauche doch nicht mal diese Plattform. ich bin einfach... Ja, naja. Zu gut würde ich jetzt nicht sagen. Sonst wäre ich zu sehr eingebildet. Ja, muss ich mal gucken. Irgendwie gibt es hier noch mehr Plattformen. Aber die erstmal finden. Oh, verdammte Vogelfiecher. So. Okay, wie sieht's hier aus? Ich versuch's hier auch nochmal mit Anlauf. Okay, es klappt nicht so. Da muss ich hier erstmal den Weg suchen. Erstmal die Plattform finden. Ja, und das Ganze
Ist alles andere als leicht hier gerade. Vorhin habe ich es ja noch locker geschafft. Es war aber auch mehr Glück, glaube ich. Aber hier finde ich gar nichts. Irgendwie. Am Plattform. Na toll. Ja, wenn wenigstens irgendwo der Weg gezeigt wird oder sowas. Wäre es ja schon wenigstens etwas hilfreich. Aber nix. Ich denke mal noch nicht mal. Oder mit irgendeiner der Tiere kann man das bestimmt sehen. Ah, okay. Ich habe schon geschafft, Leute. Ich habe es hingekriegt. Ha. Das ohne irgendwie... Obwohl, braucht man da wirklich die Fähigkeit eines Tieres? Oder muss man es einfach wirklich auf gut Glück probieren? Auf gut Glück probieren ist schon ein bisschen scheiße, wenn ihr mich fragt. Weil das geht ein bisschen auf die Gesundheit des Helden. Und ich sehe gerade schon, ich bin etwas über 10 Minuten. Na egal, ich will wenigstens diesen Abschnitt hier noch so schaffen. Wenn ich das hinkriege. Na also, es geht doch. Und rüber da. Okay, wir sind durch soweit. Na, was sagt das Schild? Wenn du einen Spürhund hast, dann ist der Weg nach vorne klar. Okay, ich brauche also sozusagen Johnny. Der soll das also spüren können. Mach ich mal Ciel weg erstmal. Okay. Verstehe. Ich gehe einfach durch das Tor und jetzt? Okay. Ich bin in irgendeiner verlorenen Welt gelandet. Na, klasse. Okay. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor dem, was mich hier erwartet. Theoretisch könnte ich da runterspringen. Ich könnte auch gucken, ob hier noch ein paar mehr Vögel sind. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich schaue mich im nächsten Video hier genauer an. Weil es wird hier dunkler und gefährlicher, glaube ich. Also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, auf Wiedersehen und mal schauen, was der Himmel noch für uns bereithält.